Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ark. Hallihallo, ihr Lieben. Auf Lost Island. So, wie ihr seht, wir sind immer noch beim Hafen. Wir wollten euch wenigstens noch zeigen, wie der Hafen bis jetzt geworden ist. Also, ich kann mal mit dem Dino Markrops hier hochfliegen. Ich finde, das ist ganz gut geworden. Wir haben hier Anlegestelle. Da ist eine Treppe, dass wir auch wieder hochkommen. Hier vorne kommt dann noch unser Wassergehege hin. Das ist unser Gebäude, so wie es jetzt geworden ist. Wir sind jetzt mit den Vögeln hier, weil ich dachte, das geht dann schneller mit Zurückfliegen und sowas. Ich kann euch mal zeigen, wie es drinnen aussieht jetzt. Teile. Hier putzt auch schon was. Lecker Fisch, glaube ich, war das, ne? Stopp, der Fisch ist fertig. Ach, du machst schon gut. So. Wie gesagt, wir haben uns hier angefangen, soweit einzurichten. Das Gröbste, was wir brauchen. Ach so, wir könnten jetzt auch dann die Holzkohle hier reinholen. Mhm. Zwar nicht viel, aber immerhin. So. Elektrik ist da, Strom ist da, Betten sind da, alles da. Ja. Kann ich auch noch mal zeigen. Wir haben hinten dann so eine kleine Terrasse dran gemacht. Hier ist noch ein Aufgang. Und wenn es ganz schnell gehen soll oder so, dann haben wir auch einen Teleporter gesetzt. Kanönchen sind auch da, also Sicherheit ist hergestellt. So, dann kennt ihr jetzt soweit den Hafen, wie der soweit fertig geworden ist. Ich kann auch mal aufs Dach gehen. Und das nochmal von oben sehen kann. Ich finde das eigentlich ganz schmuck hier. Wie gesagt, hier vorne, das kann ich mal eben noch zeigen. Hier ist ja eine Stufe, wo es runter geht. Also hier können wir noch mit dem Boot drauf fahren. Bis hierhin, alles gut. Und hier drunter, hier sind Perlen, ne? Wie? Ja. Also die sind aber noch nicht lange da. Die sind dann erst gespawnt. Aber da vorne ist auch ein Hai. Und da vorne, da geht ein Abgrund ganz tief runter. Und da werden wir einen Zaun lang ziehen, dass wir hier ein Gehege haben. Dann können wir hier Aufzug machen. Aber wie ihr seht, hier sind Perlen. Da, da und da. Ja. So. Ich wollte das auch nochmal zeigen. Damit ihr wisst, wie weit der Hafen gekommen ist. Weil wir wollten das nicht alles in der Aufnahme machen, weil ich denke, nicht jeder will so die ganzen Baufolgen sehen. Nee. So, weil das Hin- und Herfahren und sowas und Porten und bla und hin und her das Material holen und sowas, das hätte ein paar Folgen in Anspruch genommen. Mhm. Egal. So, wir fliegen dann zurück. Erstmal, weil wir wollten euch auch noch was zeigen. Wir haben nämlich noch was entdeckt. Aber wir könnten eigentlich direkt dahin fliegen, ne? Eigentlich schon. Ja. Guck ich nochmal auf die Karte. Ja, nicht weit weg von zu Hause. Ja, das ist nämlich, was wir suchen, ist circa bei 46.8, 46.4. Ja, müssen wir circa dahin fliegen. Okay, ja, das ist dann, ne? Erstmal quasi nach Hause. Gut. Mhm. Denn wir fliegen ja auch außerhalb der Aufnahme rum und alles und gucken. Und da haben wir halt was entdeckt. Das wollen wir auch sagen. Ich denke mal, das haben noch nicht viele entdeckt. Ja. Oder zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja, so von weiter weg habe ich das erstmal für einen Grafikfehler gehalten. Ja. Schade, dass es jetzt schon wieder hell ist, sonst hätte man jetzt von oben die Windstraße sehen können. Ja. Wenn du toll auf mich warten könntest. Ja, ich fliege hier auf diesen Felsvorsprung und dann warte ich da auf dich.
Logo. Ich fliege, ich eile, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. So, wenn da bist, dann geht's sofort weiter. Okay. Das ist keine Ausdauer. Tröste dich, ich auch nicht. Ach, die haben nur mehr als genug Ausdauer. So. Da unten kann man tatsächlich die Fackeln sehen. Seht ihr die? Da. Da geht's auch weiter. Kann man nochmal die Straße hier entlang fahren. Oder den Weg. Hier, wo das aussieht wie Tore, da habe ich das gesetzt, weil da über die Sandbank, von oben kann man das gut sehen, da über die Sandbank kann man dann nicht langfahren, sondern nur hier durch. Damit ich das ja auch im Dunkeln sehe. Oh, da sind eine Horde Piranhas. Ja. Und der Sumpf ist jedes Mal, wenn wir den durchquert haben, und wieder zurück mussten, ist alles sofort nachgespawnt. Mhm. Wir haben extra hier keine großen Bauten gemacht, nur so multiple Bausätze gemacht. Damit, wenn wir hier die großen Felsbrocken abgebaut haben und sowas, damit die nicht nachspawnen. Ansonsten hätten ja auch einfach Pillar mit Fackeln gereicht. Deswegen haben wir jedes Mal Foundation und Pillar genommen. Moment, ich habe Standbild. Ach hey. Ja, bin wieder da. Sehr schön. Aber kann die Pillar hier gut sehen, wie sie hier langlaufen. Und da das kreuz und quer geht, du hast teilweise hier drin direkte Fahrrinnen, wo du nur fahren kannst. Ich denke, das ist mit Absicht so gemacht, denn hier an solchen Stellen, da kommst du nicht rüber. Wer die Folge gesehen hat, die wir angefangen haben zu bauen, wenn man keinen hat, der drüber fliegt und dann guckt, sondern beide dann unten im Boot sind, da gerät man oft mal in Sackgassen rein. Wo man dann meint, laut Karte müsste es dahergehen, aber dann kommen da Sackgassen rein. Deswegen den Weg finden, da haben wir uns ein paar Mal verfahren. Ja, aber wir haben es geschafft. Ja, wir wollten ja unbedingt einen Weg haben von der Base darüber, dass wir auch mit dem Boot fahren können. Also auch wieder Wegweiser. Wir fliegen gerade mal den Weg entlang. Von oben sieht das ganz unkompliziert aus, ne? Ja. Aber nur von oben. Hier hat man auch wieder so ein Tor, dass man weiß, hier ist eine Engstelle. Da hat man dann echt nur eine kleine Fahrrinne hier, wo man herdüsen kann. Hier zeigt es dann, dass man hier rum muss und hier diese Kurven, die sind mit dem Dings nicht immer so leicht zu fahren. Also du siehst dann teilweise nur grün, aber wenn man alle Bäume abholzt, dann ist das ein bisschen kahl. Jo. Da sind dann die nächsten. Da sieht man auch, dass man hier rum muss. Ja, und dann ist man gleich so gut wie durch, ne? Jo. Man sieht von oben, dass hier so eine Rinne ist. Da. Da. Wenn man die Rinne verlässt, bleibt man mit dem Boot stecken. Jo. Auch wenn man ins Wasser geht, dann sieht man direkt, dass da eine Rinne drin ist. Also ist direkt ein Stück tiefer da. Ja, jetzt müssten wir gleich raus sein, ne? Ja, theoretisch. Ja. Hier ist dann quasi der Ausgang. Mhm. Hier haben wir natürlich dann auch Wegweiser gesetzt. Oh, Standbild. Da vorne und da. Weil wenn man hier runterfährt, fliegt man ein Stück vor.
Von da kommt man mit der Burg, von der Burg aus, mit dem Boot. Und wenn man dann von hier guckt, würde man eigentlich gerne geradeaus fahren. Dahin. Aber da ist Sackgasse. Man muss also hier dann abbiegen. Deswegen haben wir uns den ganzen Weg weitergesetzt. Das ist ganz cool. Und wenn man ohne Teleporter-Mod arbeitet oder so, dann hat man wenigstens Zugang, dass man auch die Tiere hin und her schaffen kann. Gibt ja auch Server, wo Tech ausgeschaltet ist, wo man dann noch nicht mal Kryopods hat. Deswegen. Oh, ich hab Level up. Schön. Aber dauert das noch ein bisschen. Ach, ich habe hier noch Kabel und Steckdose drin. Das sollte auch nochmal am Hafen bleiben. Ach je. Hat er vergessen. Okay. Egal. Komm, beim nächsten Mal da lassen. So, jetzt müssten wir eigentlich gucken können, dass wir so langsam dahin fliegern. 46. Müssen wir dann hier hinfliegern. Da sowas hin. Ja, da. Da sollten wir dann in etwa hinkommen. Es ist im Redwood. Und wir sagten ja, sobald wir was entdecken, zeigen wir euch das, sagen euch Bescheid. Ich meine, wir haben auch schon, glaube ich, ein paar Dungeon entdeckt. Da müssen wir dann nächste Zeit auch mal die Dungeon gucken. Ich wollte auch noch mal eine Eiswilbernschlucht, ob wir noch ein paar ordentliche Eier finden, Wilbern-Eier. Ja klar, warum nicht? Ja. Ja, beim letzten Mal haben wir ja keine hohen Eier gefunden oder so. Ja. Und da müssten wir uns auch mal mit der Drachenschlucht beschäftigen, ne? Das auf jeden. Ja. Bitte auf mich warten. Ja. Da wir kein... Oh, da sind wir aber jetzt ein bisschen vom Kurs ab. Dahin müssen wir. War das nicht. Ja, ich meine 46 müssen wir erstmal da müssen wir dahin. Ach, bin wieder da. War ja am Rande vom Schneegebiet war das ja, ne? Ja, so Pi mal Daumen. Ja, meine ich doch. Das ist, man fliegt da mal her, man guckt auf die Koordinaten und sagt dann, das zeigt man dann nochmal, deswegen muss man dann auch selber suchen. Ja. Denn es ist, also vom Boden aus ist es ganz schwer zu erkennen. Ja. Deswegen, ja, deswegen fliegern wir auch dahin. Ich bin im Grün. Und wieder da. Versucht zu dir zu kommen. Ich sehe dir. Oh, hallo. Hallo. Nochmal Koordinaten überprüfen, das war auch da. Wir flitschen irgendwie immer vom Kurs ab. So. Da müsste es jetzt gleich kommen. Müsste man noch höher fliegen? Nö, ne? Nö, das ist eigentlich schon. Ja, müssen wir doch so eigentlich sehen. Müsste doch hier gleich kommen, meine ich. Warte mal kurz, ich habe Standbild. Okay. Ah,
bin wieder da. Sehr schön. Wo bin ich denn? Bin ich denn so weit unten? Schwesend. Auch oh, nicht. Jetzt müssen wir das hier gleich auf dem Baum sehen, ne? Ja. War doch hier, wo die Felsen sind, oder nicht? Ja. Ja. Jetzt sag nicht, wir finden der nicht wieder. Ach, hey. Moment, ich hab Standbild. Müsste aber hier circa sein. Ja, wer da? Hier irgendwo war das, das weiß ich. Ja. Ich hier drüben. Ich gehe mal hier hoch. Denn wir können es ja schon mal sagen, wir suchen ein Nest. Und zwar war das Nest auf dem Baum. Ich will jetzt erstmal den einzelnen Baum wieder finden. Ja. Das war aber hier, meine ich. Ja, ich guck mal eben, ob ich dich wieder finde. Ja, ich bin hier zum Berghang hingeflogen. Den Berg hoch? Ja. Nee, okay. Dann musst du das da vorne sein. Ich flatter gerade auf der Stelle. Ja, ich sehe dich. Ja, ja. Aber das war noch hier, oder nicht? Nur hier noch näher. Ach, Standbild. Bist du da? Nein. Jetzt bin ich da. Warte, ich gucke eben auch nochmal auf Karte. Ja, ich guck mal hier vorne hin. Theoretisch müssten wir noch wieder ein Stück zurück. Hm. Also in den Wald rein oder was? Naja. Da wo ich bin, jetzt einfach wieder zurück. Okay. Na, Mini hat das beim letzten Mal auch entdeckt, also von daher. War aber so hoch wie die anderen Bäume, ne? Nicht ganz so hoch. Guck mal auf GPS. Jo, mach mal, ich flieg mal eben geradeaus weiter, ne? Ja. Noch mal gucken, ob keiner guckt. Extra die Koordinaten gemerkt. Ja. Ah, ich hab's. Warte, ich flieg hoch, damit du mich siehst. Ja, wir müssen jetzt gleich so gut wie da sein. Ich sehe dir. Oh, warte, wo ist es? Da vorne. Wo? Jetzt sehe ich die nicht. Jetzt habe ich grad... Ich komm runter. Ja, direkt vor uns. Da ist es, genau. Was lange währt, wird gut. Ja, dann gehen wir da kurz weg, dann versuche ich da mal ein Bild zu machen. Ja, schon. Danke. Also hier ist auf jeden Fall ein Nest. Und Pyro, kleine Anmerkung, unten drunter an dem Baumstamm hängt Honig. Ja, das auch noch. Ich setz mal mein Vögelchen unten ab und dann geh ich mal da ins Nest rein. Ja, ich guck von oben. So, vielleicht kriege ich da ein schönes Bild hin. Mhm. Von dem Nest.
Sinomagrops macht's möglich. Jo. So. Bei dem Nest wird nichts angezeigt, aber es wurde ja angedeutet, dass vielleicht von Griffin oder so Nester kommen oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Ich stelle mich mal hier ins Nest rein und versuche mal ein Bild zu machen, damit man das sieht, dass das auch im Wald ist. Ob das Nest was zu sagen hat oder so, das wissen wir noch nicht. Wir haben hier schon ein paar Mal geguckt, aber bis jetzt haben wir nichts gesehen, wo da was das sein könnte. Muss ja, wenn dann ein Flieger sein. Ja. Ich würde ja tippen auf Griffin oder sowas. Bin ich gespannt. Aber wie gesagt, Leute, ich bin mir da nicht sicher. So, es kommt da mal wieder runter. So hoch. Das wollten wir euch unbedingt zeigen. So, jetzt lasst uns erst mal wieder zurück, oder ne? Honig nach. Wir haben ja Honig quasi angepflanzt. Naja. Ja, was heißt gepflanzt? Wir haben ja Honigwabe gesetzt. Von daher haben wir genug Honig. Ja, wir sind gut. Ich meinte nur für die Zuschauer, ne? Ja, dass man das auf jeden Fall sieht, das ist wichtig. Weil man weiß ja nicht, was da noch kommt. Ja. So, ich denke, als nächstes machen wir dann erstmal einen Dungeon. In der nächsten Folge. Müssen wir mal gucken, uns vorbereiten. Wir haben ja nun schon einige Koordinaten von Dungeon zusammengetragen. Also wo wir die Dungeon vermuten. Also ich denke mal, hier sollen ja 10 oder 11 Artefakte sein. Ich denke mal, wir haben bestimmt schon von 5 die Koordinaten. Ein Dungeon haben wir ja schon gemacht. Ja. Ich denke, wir sollten zusehen, dass wir so langsam auch mal die anderen Dungeon besuchen. Und dann gleich nach, ne? Ach so, die Mini. Aber ja, die Mini verloren. Ist auch noch da, stell dir vor. Da hinten flattert's. Da ist sie ja. Leute, wie könnt ihr nur die Mini verlieren? Also wirklich. Wie kannst du die Mini verlieren? Das Standbild. Ach, wo ich hier gerade über den Affenfelsen fliege, ne? Du hast ja hier den schönen Stall gebaut für die Pferdchen. Können wir auch mal eben zeigen. Und wir haben Pferde gezüchtet. Können wir eigentlich gucken, ob wir mit den Pferden auch mal eine Tour machen. Hier sind die Pferdchen drin. Komm nach, sobald ich kann. Ja. Ja, ich stelle da mal den Vogel weg und dann gucke ich mal nach Pferdchen. Ja. Die müssten ja jetzt auch groß sein. Denke ich doch. Ja, die stehen quasi die ganze Bauphase vom Hafen, also die sollten groß sein. Zack. Können wir natürlich vorher noch gucken. Nach Holzkohle, bis die Mini da ist. Holzkohle. Ich bin alles gewissermaßen klar. Quasi im Landeanflug. Sehr schön. Tun Sie sich keinen Stress an, nur beeilen Sie sich. Ich weiß. Mini ist halt lahme Schnecke. So. Doch. Mini ist gelandet. Sehr schön. Eben was trinken. Hallo? Danke.
Achso, Metall reinpullen. Na, das machen wir mal gleich. Ich geh mal draußen gucken, wie viel Metall und so noch drin ist. Ja. Ja, noch etwas über 3000. Mhm. Holz. Warten wir hier durch, weil es schneller geht. Oh, kein Holz mehr drin. Okay. So war's. Ja, fertig. Jo. Haben wir überhaupt schon für Ekos Sattel? Nein, mal gucken. Ich schau mal. Nö. Hier nicht für den Aufbauen. Nö. Sehr füllen. Müssten wir welche bauen, ne? Kann man bestimmt in der Hand bauen. Noch nicht erlernt. Ah, da nö, hat er noch nicht. In der Werkbank. Okay. Mach ich gleich zwei Stück, ne? Ja. Leere nicht. Wenigstens ein bisschen Rüstung. Mhm. So, einen nehme ich mir schon raus. Zack. Super. Ich bemal den dann auch. Ich auch. Super. So. Di-di-di-di. Ja, also Pyro steht da wieder so toll dran. Toll, ne? Da war's doch. Da war's. Da. Geht doch. Sag doch, wenn du mich nicht einen Sattel bemalen lassen möchtest. Möchte ich einen Sattel nicht bemalen lassen. Und jetzt? Ist sie böse. Ah ja. Böses Pyro. Gar nicht wahr. So, es hat bemalt. So, und der Liebespyro geht jetzt rüber und sattelt sein Pferdchen als erster. Ich sag's ja, böser Pyro. Liebespyro. Nix Liebespyro. Ey, sag mal, ich bin Liebespyro. Los, sag was, sag was. Sage es. Ach, jetzt haut's ab. Also wirklich. Di-di-di-di-di-di-di-di. Den Holdes liebe Pyro. In deinen Träumen, mein Freund. Das sowieso. Nee, nur da. Hey. Was denn? Oh, die sammeln hier die Büsche weg, die Wachen, ne? Ja, das weißt du doch. Warum macht ihr das? Deswegen ist bei denen auch nichts mehr. Ich stell dich schon dahin, wo keine Büsche sind, aber. Ja. Ach, Mann. Wir haben halt Hunger. Aha. Meinst du, die Fasern behalten sie und die Bärchen puttern sie? Mhm. Ach ja, wir haben auch jetzt noch mehr Einhörner. Da sind Einhörner, da. Drüben laufen auch noch zwei rum und wir haben noch, ach ja, dein Äffchen ist noch hier. Ja, ich weiß. Sehr schön. Mini hat jetzt auch mit Rot und so. Mhm. So fährt. Ich habe Hotte Hu. Mhm. Sieht toll aus. Hm.
Wie heißt deins denn? Pferd. So, Ausdauer hat er mehr als genug. Tragkraft eigentlich auch. Auf jeden Fall braucht er Leben. Ein bisschen Haue muss er auch geben können. So. Wie heißt das denn? Müssen wir einen tollen Namen für haben. Meins hat schon. Wie heißt deins denn? Musst du gucken, Hotte Tü. Wirklich? Ich wollte gerade schreiben, Hotte Hü. Ja. Wer zuerst kommt, ne? Ach, Mann. Wie heißt denn das Pferd von Pippi Langstrumpf nochmal? Kleiner Onkel. So heißt aber mein Einhorn schon. Ach je. So heißt dein Einhorn schon? Mein Chibi. Ja. So. Was denn? Das ist ein guter Name. Ja, finde ich schon. Nicht ohne mein Einhorn. Ach, alle verrückt geworden. Komm, Einhorn, wir gehen. Ja, genau. Danke. Oh, war's noch nicht durch? Arsch. Hey. Guck, ich warte doch sogar auf dir. Also guck. Bleib mal stehen. Ich bleib nicht in der Tür stehen. Komm mal zu ran. Warte, du bleib stehen, komm ran. Ja, wenn du näher gekommen wärst. Egal, dann mach ich so ein Bild. Zack. Der ist ohne Begleiter. Ja. Warum tut es der? Weiß ich nicht. Na, da müssen wir eben noch einfangen. Mach das. Ja. Warte. So. Wo sind deine kleinen untreuen Begleiter? Ich hab sie nicht in Tasche. Hat Mini bestimmt versteckt. Na klar. Nur um dich zu ärgern. Warte. Das hat er sich nämlich gedacht. Hallo Einhörner. Seht ihr, hier laufen Einhörner rum. Ja, was soll ich denn machen, wenn du mich so lange alleine lässt? Also wirklich. Ja, wirklich. Nicht ohne mein Einhorn. Du hast noch nicht mal etwas Einhorn-ähnliches in dem Hintern. Ach herrje, das Einhorn folgt mir. Geh weg. Haha. So. Dann lassen wir die mal wieder laufen. Du stehst da gerade so schön. Dann sagen wir erstmal von hier aus haha und tüdelü und tschü und so. Und ich bin ja mal gespannt, was das für ein Nest ist. Ja, ich auch. So, in dem Sinne.
Tüdel.